Hey, schönen guten Morgen. Schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Folge Stranded Deep. Ah, so, es ist hier der gute Morgen, deswegen sage ich immer guten Morgen, weil, die Sonne geht gerade auf und das ist so schön. Und wenn ich nicht ganz so trottelig hier die Treppe hochlaufe, dann sind wir auch bald oben. Ah, sehr, sehr geil. Ja. Der Thorsten liegt da unten rum. Ich habe ja beim letzten Mal gesagt, ich würde dem Thorsten hier gerne vielleicht noch einen Turm ganz oben drauf später bauen, sodass er ganz, ganz oben liegen kann, wenn er das möchte. Ich frage ihn dann mal, ob er das möchte. So, der Wally, der liegt hier auch ganz gut. Allerdings könnte er auch so ein bisschen... Vielleicht so ein bisschen in die Ecke hier oder so, dass er ein bisschen... Weiß nicht. Bleib doch mal liegen, Alter. Ist ja auch geil. Der Wally steht Kopf. Na gut. Okay, jetzt steht da der Peter. So, dann können wir jetzt endlich weitermachen, ne? So, was haben wir denn im Inventar? Nichts. Aber wir haben Hunger. Was ruckelt das schon wieder hier? Soll aufhören. So, 1, 2 und 3. Der Durst ist weg. Ich würde sagen, mit dem Essen warten wir einfach noch ein bisschen, denn dann haue ich mir besser nachher irgendwie so ein Haifilet rein, wenn ich richtig Kohldampf habe. Aber jetzt irgendwie schon da wieder loslegen, ist doof. Ich habe selbst mal Paddel weggelegt, das ist ja ein Ding. So, eine Machete nehme ich mal mit. Dann können wir aber auch 2 Macheten mitnehmen, wenn wir eine dabei haben. Ach, da habe ich das Paddel liegen lassen. Na gut, dann kommt jetzt ein Paddel hier hin. Eins nehmen wir mit. So, und ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, dass wir... den nehme ich auch gerade mal mit, dass wir noch mehr Holz gefunden haben. Ne? Also in der Folge, die nicht gezeigt wurde, weil die Aufnahme für den Allerwertesten war, in der habe ich ja noch mehr Inseln und alles gefunden. Ich weiß jetzt gar nicht, wo das hinzeigt, ehrlich gesagt. Zu der da, ne? So, und wir sind beim letzten Mal auf dieser Insel da gewesen. Und da werden wir jetzt auch wieder hinfahren. Ich will nur mal kurz auf den Kompass gucken, welche Richtung das ist. So, 340. Ein bisschen mehr. 345 Grad. So, ich hatte doch das irgendwo aufgeschrieben. Na gut, oh komm. Ich versuche es mir mal gerade zu merken. 345 Grad. So, ne? Und ich werde jetzt mal versuchen, dahin zu paddeln. Denn, wie gesagt, da ist noch mehr Kram. Und das würde ich auch gerne haben. Na toll, jetzt ist hier ein Hai und ich bin aus dem Boot gefallen. Na super. So, erstmal Machete ausrüsten, bevor der hier ankommt und mir eins überziehen will. Da ist er nämlich schon, der alte Drecksack. Zieh dich, mein Digga. Sonst mache ich, Mampf aus dir. Das willst du nicht. Denn eine Sache weiß ich sicher, du bist ziemlich lecker. So, da ist hier auch unsere Insel. Ich weiß gar nicht, ob wir beim letzten Mal das gesamte Holz rübergeholt haben. Ich glaube nicht. Oder? Nee, Quatsch, doch, das Holz haben wir geholt. Was noch fehlte war die Palmenblätter. Aber die brauchen wir nun wirklich nicht. Da haben wir so viel noch davon drüben liegen. Die Palmenblätter, die können wir irgendwann mal holen, aber jetzt lasse ich die hier mal liegen. Genau. So, und wie gesagt, hier sind noch in der Umgebung noch mehr Inseln gewesen.
Da liegt noch eine Axt rum. Pass mal auf, die lege ich auch mal mit da hinten hin. Wenn sie mich lässt. Denn, dann liegt der Krempel auf einen Haufen und nicht wüst durcheinander. So, das kommt hier hin. So, jetzt werde ich mir das doch nochmal eben notieren, wie wir gerade gefahren sind. Denn sonst, ja, sonst bringt das alles nichts. So, okay. Dann, passen Sie mal auf. Hier liegt doch noch, Juckergedöns. Später brauchen wir das wieder. Und wenn ich das jetzt, jetzt schon mal hacken kann, dann ist das doch nicht das Verkehrteste. So, was zu essen gibt es hier auch. Denn Hunger hatten wir sowieso auch noch. Ja, ist hier noch mehr? Oh, noch mehr, siehst du. Zack, zack. Die bringen zwar nicht viel, die Dinger, aber das ist auch völlig egal. Komisch, eine ist weg. Die ist dann, hat sich in der Erde wieder eingegraben. Die wollte nicht von uns gegessen werden. Die hat Panik gekriegt und ist abgehauen. So, ja, die Yucca-Palmenblätter werde ich jetzt auch nochmal da hinten parken. Was wir jetzt gar nicht gemacht haben, ist uns hier eine Hütte zu bauen. Das hatte ich ja beim letzten Feldzug, hätte ich fast gesagt, habe ich das ja gemacht. Das habe ich jetzt diesmal mal nicht gemacht. So, auch den Ast werde ich hier lassen. So. Das ist aber auch überhaupt nicht schlimm. Wir werden noch viel Gelegenheit haben, noch viele, viele weitere Dinge zu bauen. Davon ist auszugehen. So, manchmal will er das Teil irgendwie nicht mitnehmen, ne? Das ist merkwürdig. Verstehe ich gar nicht. Oh, da ist noch was zu essen. Das ist gut. So, 1, 2, 3. So, siehst du, wir sind satt. Das ist doch genial. Dann können wir uns das mit dem Haifutter dann auch sparen. So, lass doch mal gucken. Diese Insel. Ich weiß es, wie gesagt, ich weiß überhaupt nicht mehr, welche das war. So, wie viel Grad sind das? 65 etwa. Warte mal, ich will jetzt keinen Fehler machen. Der da heißt... Ach, warte mal. Ja, ja. Ich habe schon den Fehler begangen. Indem ich den Ast weggenommen habe. Der hat nämlich hierhin gezeigt. Aber das ist gar nicht schlimm. Das ist unsere Heimatinsel, von der wir vorhin gekommen sind. Und wir fahren jetzt zu in Richtung 365 Grad. Quatsch. In Richtung 65 Grad, so. Und dann sehen wir mal, was uns da erwartet. So, auf jeden Fall stehen da noch etliche Palmen rum, wie ich sehe. Was erstmal... Oh, und ein Boot. Erstmal ein Zeichen ist, dass ich hier in der Gegend eventuell noch nicht war. So, aber das kriegen wir ganz schnell raus. Nee, waren wir tatsächlich noch nicht. Kannst du mal sehen. So, hier... Eine Axt. Ein Pocket Knife. Und wir sollten auftauchen. Sonst läuft uns der Typ noch ab. Ach so. Ich dachte gerade, was ist das denn jetzt? Was ist denn nun passiert? Okay. So, dann hier nochmal runter. Eine Flare, Pocket Knife, Carburetor und eine Axt. Carburetor, Wasserflasche. Ich nehme die Wasserflasche mit. Oder nehme ich sie nicht mit? Eigentlich habe ich die noch nie gebraucht, ne? Ich nehme das Teil mit, den Vergaser. Denn ich habe so viele Motorteile zu Hause, da lässt sich doch bestimmt noch mal einen Handel betreiben irgendwann. Mit den ganzen vielen Menschen, die hier rumlaufen. So,
Oh, warte mal. Hier liegt ein Stick. Hat der was zu bedeuten? ...220. So, es wären dann 40 Grad, ne? Hm. Keine Ahnung. Ich nehme den jetzt mit. Ich nehme den nicht mit, weil ich habe keinen Platz mehr. Mist. So, pass auf. Ich lasse meinen ganzen Krempel jetzt hier. Das natürlich nicht, was ich gerade gemacht habe. Obwohl doch, ich habe ja die Macheten. So, alles einsammeln. Einsammeln. Nee, hier war ich noch nicht. Die Insel ist komplett frisch. Und ich muss mal gucken, ob die nicht vielleicht sogar ein schöner Stützpunkt wäre für ein neues Projekt. Huch. Das hängt immer ein bisschen davon ab, wie viel Holz in den nahegelegenen Inseln ist. Und wie weit die halt weg sind. Denn das Ganze macht einfach keinen Spaß, wenn du 20 Milliarden Jahre fährst. So. Jucka, 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 jucka. Jucka die Palme. Oh, Wally. Wally. Mensch, du schon wieder. Das ist ja cool. Habe ich zwei Wallys. Geil. Ja, dich nehme ich mit. Ach, wer hätte das gedacht, dass ich Wally noch einen Spielgefährten finde. Ja, hat sich gut gehalten. So, eine Flashlight. Das sind echt ein Arsch voll Palmen hier, ne? Aber keine umliegenden Inseln, also die sind echt weit weg. Also hier irgendwie. So, da, die da halt, da komme ich her aus der Richtung. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Und da, und die sind aber echt weit weg. Das heißt, die Insel als Ausgangspunkt für weitere Aktivitäten nutzen, beziehungsweise hier eine große Basis hinbauen, ist irgendwie jetzt doch nicht so clever. Dann werde ich aber eine Sache machen, und zwar... Na komm. So. Dann werde ich mir schon mal ein Bett hier hinbauen. Denn es wird gleich Nacht. Und ich werde mir hier eine kleine Hütte hinbauen. So, eine ganz, ganz lütsche. So. Hier war doch gerade noch irgendwie... Huch. Der Stick auf jeden Fall, den nehmen wir auch mit. Hier war doch gerade noch mehr. Ach da, genau, die Lashings, die wollte ich noch mitnehmen. Keine Palmen. Kokosnüsse meine ich. Doch, da sind Kokosnüsse dran. Aber da will ich jetzt nicht raufklettern. Nicht so gerne. Komm, die holze ich eben um. Dann haben wir nämlich genügend Material für unser Bett. So, wo war mein Gedönse? Hier. Da. Drei Kokosnüsse. Ach ja. So, und das, der Tag, der geht echt schnell vorbei, ne? Ich meine, so wirklich viel gemacht haben wir noch nicht. Und er ist gleich schon wieder rum. So, Hunger haben wir noch keinen wieder. Was sehr gut ist. So, dann werde ich das jetzt mal eben gleich zerlegen. Da vorne ist noch irgendwie ein Wrack oder so. Ein kleines. Ist da was drin? Ja, eine Kiste auf jeden Fall. Und Tape. Cool. Da sind noch Kokosnüsse. So. Ein bisschen was zu essen kann ja nie schaden, ne?
Oh, was auch echt geil ist, wie ich finde, dass wir, dass es jetzt diese Headlight gibt, also die Kopflampe. Denn dann sehen wir wenigstens ein bisschen was. Auch wenn es dunkel ist hier. So, pass auf, die nehme ich mir noch mit. Aua. Ah, deswegen klettere ich diese Palmen nicht so gerne hoch. Denn da bricht man sich irgendwie immer die Flossen. Also die Haxen, eher gesagt. Aber nun ja. Alles halb so wild. Das können wir ab. Wir haben ja schon, ich habe keine Ahnung, wie viele Tage haben wir schon überlebt? Etliche. Wirklich etliche. 60 Tage haben wir schon überlebt. Da wird uns so ein kleiner Sturz aus 3 Metern Höhe auch nicht umbringen. Ja, so, das mache ich nochmal eben klein, das ganze Geraffle. Und eigentlich müsste das passen von den Palmenblättern her. Sprich, damit müssten wir in der Lage sein, uns ein Bett zu bauen. Eine Hütte bauen können wir uns davon noch nicht. Dafür würde uns dann halt noch, also zumindest wir kriegen noch keine Wände oder eine Decke oder so hingebaut. Ist aber ja nicht schlimm. Zumindest eine zweiteilige Foundation können wir schon mal machen. So, jetzt hole ich nochmal eben, pass auf, nee, die Palmenblätter nehme ich mal mit. Nach da hinten. So, ihr hier rein und... Nein! Mann, keine Axt. Scheiß zittriger Finger hier. So, ein Bett will ich haben. Doch keinen Bock mehr hier in der Nacht rum zu dengeln. Das nervt mich, sowas. So, schlafen. Bis morgen früh. Oh, na toll. Alter, ey, wie bist du... Wie soll es anders sein? Weißt du, da ist der... Ist die Nacht vorbei? Und was haben wir? Regen. Ganz großartig, ey. Na, egal. Saufen. Da saufen wir uns halt ordentlich mit Kokosnussmilch dicht. Ja, wie gesagt, jetzt das Ding ist... die Palmenblätter, die hat's quasi komplett aufgebraucht damit. Aber nichtsdestotrotz, wir können uns ja noch... einen Hammer hätte ich mal... einfach mal bauen sollen, ne? So, komm her hier. Hammer. Und den brauche ich wirklich. Das andere Zeug kann ja... Oder eine Axt. Was soll ich denn mit einer Axt, Mensch? Ich habe hier 2 Macheten und habe 2 Äxte. So, das. So, dann machen wir uns mal eine Foundation. Und zwar... Und zwar. Wo passt sie denn am besten hin? Hier passt sie gut hin. So, dahin. Eine möchte ich noch. Daneben. Oh, da sind ja auch noch Palmen, noch Kokosnüsse dran. Ist nett. Dann nehme ich die direkt mal mit. So eine größere Palme brauche ich noch. Irgendwas, wo richtig ordentlich Holz dran ist. Die dann nehme ich. So. Komisch, ne? Irgendwie auch wenn einem das nichts tut, wenn die auf einen drauf fällt. Trotzdem ist es mir irgendwie unangenehm. Also der Gedanke, dass mir die Palme auf den Dötz fällt, finde ich irgendwie nicht so geil. Selbst wenn im Spiel nichts passiert, aber... Naja, egal. So, Kokosnuss. Kokosnuss. Wer hat die Kokosnuss geklaut? So, lass uns doch mal eben was trinken, ne? Was machen wir ein Schönes als Nächstes? Ich würde fast sagen, nochmal eine weitere Insel bereisen. Bis wir hier loskommen, ist wahrscheinlich auch das... Bis wir hier loskommen, ist auch... Das Regenwetter vermutlich vorbei.
Hoffe ich zumindest. Na komm. Guck mal. Ich habe auch gesagt beim letzten Mal, wenn ich den mittleren Trunk kaputt mache, dann ist das viel effizienter, weil dann hackt er links und rechts gleich mit. Dann brauche ich das Stacken von den Schlägen nicht erneut machen. Verstehste? So, das. Das und das. Das. Hier hin. So, Support. Auf jeden Fall ist hier viel Holz, was wir natürlich auch nach Hause bringen können, theoretisch, ne? Also, das sind ja nur zwei Inseln weiter. Das ist natürlich eine Idee, hier nochmal ordentlich Holz zu hacken und das dann nach Hause zu bringen. Auf jeden Fall ein Dach können wir bauen und der Rest hat eben Pech gehabt. Dann haben wir aber zumindest schon mal einen Ort, wo wir das ganze Gedönse lassen können. So, du Bett kommst auch noch mit. So, weil dann können wir nämlich die ganzen Sachen hier lassen. Wobei die Steine, die sind... Ja, siehst du, hat aufgehört zu regnen, genau das, was ich meinte. Den Hammer lasse ich jetzt auch hier. Den Stick lasse ich hier und die zwei Steine auch natürlich. So, das andere Zeug eben herholen und dann werden wir das alles sortiert haben. Warte mal. Achso, nee, ich dachte gerade. Lass mal das hier liegen. Ach, das auch hier liegen. Die Flair mitnehmen, so. Und dann können wir nämlich gleich auch weiter. So, die Axt und das und das. Und den behalten wir. Das lassen wir hier. Lassen wir den Wally auch noch hier? Ja, ich würde sagen, den lassen wir auch noch da. Ja. So, jetzt müssen wir gleich doch noch was essen. So ein Mist. So, vier Stück müssten wohl reichen, wa? Die haben wir schon. Echt? Okay, dann haben wir die schon getrunken diesmal. Nummer 1. Na, willst du wohl. Komisch, einige wollen nicht so richtig, ne? Merkwürdig. Egal, ich nehme jetzt erstmal dieses Ding hier. Und diese. Keine Ahnung, was ich da manchmal falsch mache. Huch. Geht doch. Und Nummer 4, komm, du wirst auch noch kaputt gemacht. Siehst du, klappt doch. Das ist echt geil, dass das klappt, muss ich sagen. Wie sieht es hungertechnisch aus? So, zwei gehen da noch. Ach komm, wir hauen sie alle weg. Schadet ja nichts. Was kostet die Welt? So. So, vorhin sind wir in Richtung 65 Grad gereist. Das wäre also so. Das heißt, von da irgendwie kommen wir.
würde ich sagen, lass uns doch jetzt mal in diese Richtung weiter. 310? 310, klingt gut. Gut, so. Ein letzter Blick. 310 Grad. Und Vollgas. Mal gucken, vielleicht finden wir ja doch noch die Insel wieder. Warte kurz, da war ein Schiffswrack. Das ist nicht zufällig... Nee, das ist ein anderes. Ja, das ist ein anderes. Benzinkanister. Eine Axt. Das ist ein Flugzeugwrack, gar kein Schiffswrack. Sehe ich gerade. Was mir aber eigentlich ja immer relativ Wurst ist, denn Hauptsache ist, da gibt es was Schönes drin zu holen. So, pass auf. Nee, dann, dann kleine Planänderungen. Das lasse ich noch eben hier. Aber dann lasse ich die zwei Macheten hier. Und nehme stattdessen lieber drei Äxte mit. So, den Medizinkanister natürlich auch hier lassen. Sehr gut. 310 Grad. Vollgas sofort. Wo ist es? Da. Bis gleich. So, ich bin jetzt gleich fast da. Ich sehe gerade, dass hier zwei Schiffswracks sind. Hier dummerweise schwimmt hier auch ein Hai. Das heißt, ich werde mir eben speichern und dann schaue ich mich mal da unten um. Ein Hammer, okay. So ein zweites Schiffswrack war da ja auch noch. Das war Nummer 1 und Nummer 2 ist da vorne. Das ist ja auch direkt nah dran, das ist gut. Das hat man von da unten gerade nicht gesehen. Also ich jedenfalls nicht. Bohnen. Bohnen mit Speck. Die Luke geht auf. Das ist ja geil. Ist das neu? Oder war das schon immer so? Ein Paddel. Und Duct Tape. So, ein Hardcase mit da drin ist Cloth. Cool. Jo, ich glaube, wir sollten auftauchen. Alter, Falter. Scheiße, ey. Gerade fast abgesoffen. So ein Dreck. So, dann können wir jetzt eben zurück. Das ist ja cool. Duct Tape und Cloth gefunden. Das ist ja geil. Dann haben wir direkt eine Bandage. Und noch ein Schiffswrack. Alter, was ist hier los? Ist ja voll hier. Soll ich das hier direkt bauen? Geil. Haben wir. Ja, pass auf. Das nützt nichts, wenn ich da jetzt runtertauche. Das bringt ja gar nichts. Also... Ich bin ja schon jetzt voll mit Geraffel. Das muss ich erst einmal hier lassen. So, das nehmen wir mit. Ah, was mache ich denn da? Den Kompass will ich doch mitnehmen. So, eine Axt muss ich natürlich dabei haben, sonst ist das etwas leichtsinnig mit dem Hai da draußen. So, hier ist eins. Das war's aber nicht. Da vorne war das. So, hier. Nochmal eben speichern, wa?
Noch ein Flugzeug, fragt Mensch. Wie viele Flugzeugs stürzen hier denn ab in der Gegend? Das ist ja Katastrophe. Nicht beschweren. Wie jetzt? Waren da sonst nicht mal zwei Sachen? Na gut. Egal, was soll's. So, wenn das so viele sind, dann ist aber die Chance ja auch nicht ganz klein, dass hier noch mehr sind. Ne? Dann schaue ich mich noch mal ganz kurz hier um. Einmal drumrum. Drumherum reisen. So, das sind nur Felsen. Na gut, okay. Sieht jetzt gerade erstmal nicht so aus. Da vorne ist vielleicht noch was. Oder was ist das? Das, ja, nee, doch nicht. Oder doch? Oh, doch. Nochmal Duct Tape. Sehr cool. So, da vorne schwimmt ein Hai, aber der juckt mich jetzt ehrlich gesagt erstmal nicht. So. Da sind wir. Die zwei Paddel kommen dahin. So. Das kommt mit Duct Tape und Eimer. Ist eigentlich auch schon wieder eine sehr holzreiche Insel, ne? Ja, pass auf, weißt du, was wir da machen? Dann werde ich jetzt hier nochmal ein bisschen Holz hacken. Gleich, beziehungsweise erstmal das aufsammeln, was hier so geht. Was ist hier noch drin? Ein Pocket Knife, okay. Dann werde ich jetzt hier gleich noch mal ein bisschen Holz hacken und das bringen wir dann nach Hause. Dann können wir wenigstens an da so eine kleine Etage noch drauf bauen, würde ich sagen. Das ist ja auch noch nicht allzu weit weg, ne? Also das ist jetzt gerade mal drei Inseln entfernt. Das kann man noch locker abfahren. Eins, wie jetzt? Eine? Zwei, drei. So, wollte auch sagen. Da kommen immer drei raus aus den Dingern. Dann will ich auch drei kriegen. So, das. Yucca. Yucca gepalmtes. So, und wir müssen dann gleich zurück. Das heißt, ich werde das Geraffel hier einfach mal schon mal hinlegen. Eventuell baue ich mir gleich auch erstmal noch mal ein Bett, damit ich hier nicht nachts rumrennen muss wieder. Das kann man aus. Erstmal noch. Und diese Schwebepalmen finde ich immer noch klasse. So, also dann. Wir sehen uns in ein paar Sekunden. Bis gleich. So, dann wären wir auch soweit. Ich habe hier ein bisschen rumgehackt auf der Insel. Wie man sieht, ist nichts mehr da. Ich habe mal einfach alles abgehackt, was da war. So, wir müssen auch jetzt mal einen kleinen Happen essen. Ich hatte vorhin vor dem Schlafengehen hatte ich noch mal eine kleine Kleinigkeit gegessen. Aber so, ja, nächsten Morgen ist dann doch irgendwie wieder der Hunger da. So, was trinken sollten wir auch noch mal kurz. So, die Taschenlampe kann aus. So, und jetzt nehme ich mal einfach das ganze Holz mit. So viel wie passt.
So, die zwei Dinge lasse ich hier. Mitnehmen muss ich den Kompass. Das ist leider einfach so. Und leider auch mitnehmen muss ich natürlich das Paddel, sinnvollerweise. Sonst wird das schwierig mit nach Hause kommen. So, vorne war es Richtung 310. Das ist doch nur eine Kokosnuss, Mensch. Was macht die denn hier ganz alleine? So, 310. Dann sind es jetzt 130. Wenn ich mich nicht irre. Ba, 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 ba. So, das mitnehmen. 130. Also diese da, okay. So, ich werde jetzt mal zusehen, dass ich einfach mal den kompletten Weg zurückfahre. Das heißt, wir sehen uns dann gleich auf unserer Heimatinsel. Im besten Falle. Oder wo ganz anders. Könnte sein. Also, bis gleich. Juhu, wir haben es geschafft. Wir sind endlich wieder da. Sehr schön. So, komm mit, du Boot. Du Paddelboot. So, den Kompass brauchen wir jetzt gerade nicht mehr. Coole Sache. Ja, geil. Dann können wir jetzt nämlich den Hammer mal nehmen. Und hier noch ein bisschen weiterbauen. So ein kleines bisschen ausbauen noch. So ganz zum Schluss ist das immer so eine ganz nette Geschichte. Man hat sich ein bisschen Holz rangeholt. Man kann sein Häuschen weiter ausbauen. Oh, den hätte ich gar nicht gebraucht, den Hammer. Na egal, was soll's. Ja, ich bin vorhin mal über Bord gegangen. Deswegen ist er jetzt so ein bisschen am Keuchen, der gute Typ hier. Der soll sich mal nicht so anstellen. So, Foundation. Ich würde sagen, wir bauen hier Foundations wieder drauf, denn das Ganze soll ja größer werden. So, nach und nach. Das heißt, wir bauen hier noch Foundations drauf. 1, 2. Ja, guck mal, und das war's dann auch schon fast wieder, ne? Also das, das ist der Hammer. Also, ja. Das war's schon wieder an dieser Stelle. Ja, Hammer, Hammer. Pass auf, was wir machen können noch. Weiß gar nicht, ob wir das können. Nee, können wir gar nicht. Ich dachte gerade, vielleicht können wir damit noch eine Wand bauen, aber das geht gar nicht. Ist aber überhaupt nicht schlimm. Na, lass mich runter. Du lass mich runter. So, den Hammer, den lassen wir hier wieder. Den Hammer lassen wir auch hier. Und es hakt sich gerade mal wieder eine Naht zurecht. Das ist echt nicht mehr feierlich. So, was essen könnten wir auch. Hab jetzt auch keinen Bock drauf. Thorsten, Mensch, spiel doch mal mit, Mensch. Was soll das denn? Du sollst die Leute angucken. Die sollst sie begrüßen, wenn die herkommen. Ne? Hier ist das Schild. Dann sollen die gleich wissen, hier. So sieht's aus. Hallo, ich bin der High Thorsten. Und ich spiele mit euch Stranded Deep. So, ja. Schön. Dann wird's doch langsam. Langsam, also wirklich langsam wird es was. Ist da ein Flugzeug gewesen gerade? Ich dachte gerade, ich hätte was gesehen. Aber nein. Ist es nicht. Ja, guck mal hier. 1, 2, 3. Viertes Stockwerk ist bald fertig. Das geht doch schon. Das geht doch schon. Ha, 63 Tage überlebt. Also dann, gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach wieder beim nächsten Mal bei einer neuen Folge Stranded Deep. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und hoffe auch, dass du dann wieder mit dabei bist. Und dann sehen wir uns bald. Bis dahin, mach's gut. Ciao.